So Leute, wir sind jetzt hier auf einem Autobahnparkplatz und haben einen Mülleimer gefunden und genau da kommt jetzt auch dieses eklige, schimmelige Brot rein. Bäh, weg damit. So. Ha, viel besser. Dann kann's ja eigentlich weitergehen, oder Roberta? Die Hochzeit beginnt in 50 Minuten. Erwartete Ankunft in 25 Minuten. Na dann. Da! Was ist das denn? Rattus norvegicus. Auch bekannt als Wanderratte. Ja, das sehe ich auch, Roberta. Wieso fragst du dann? Oh Mann, und jetzt geht die zum Auto und sitzt direkt an der Tür. Was soll ich denn jetzt machen? Du hast Angst. Hab ich nicht. Sind deine Augenbrauen nach oben gezogen und deine Stirn gerunzelt? Ja. Sind deine Augen aufgerissen? Ja. Schwitzt du? Ja. Du hast Angst, Tobias. Noch bevor wir eine Gefahr so richtig wahrgenommen haben, sendet das Nervensystem schon ein Warnsignal ans Gehirn, ins limbische System. Dort kommt das Signal in der Amygdala an. Amygdala ist griechisch und heißt Mandel. Einfach, weil es ein bisschen so aussieht wie eine Mandel. Von der Amygdala wird sofort ein Befehl an unsere Nebennieren gesendet, das Hormon Adrenalin auszustoßen. Das Adrenalin sorgt für richtig Rabatz im Körper. Unser Herz schlägt schneller, pumpt mehr Blut durch unsere Adern und wir fangen an zu schwitzen. Unser ganzer Körper ist jetzt in Alarmbereitschaft. Wir können schneller und besser auf die Gefahr reagieren. All das passiert unterbewusst und dauert nur Millisekunden. Das ist schneller als ein Wimpernschlag. Ist die Gefahr dann überstanden, spendiert uns das Gehirn zur Belohnung wieder ein paar Botenstoffe. Diesmal die sogenannten Endorphine. Die lösen Glücksgefühle aus und sorgen für Entspannung. An dem Punkt sind wir aber noch nicht. Leider. Na gut, dann habe ich eben Angst. Oh Mann, und jetzt? Der Mensch kann auf ängstigende Situationen mit drei Verhaltensweisen reagieren. Erstens, erstarren. Okay, ich glaube, so weit bin ich schon. Und zweitens? Angriff. Hä? Soll ich jetzt gegen das Viech kämpfen? Vergiss es. Die dritte Möglichkeit ist Flucht. Würde ich ja gern, aber das Tier sitzt direkt vor meiner Autotür. Wenn deine Angst den Höhepunkt erreicht, wird sie automatisch weniger. Das nennt man Adaptionsprinzip. Es ist nur die Frage, wann das passiert. Wirklich sehr tröstlich, Roberta, aber bis dahin ist die Hochzeit vorbei. Oh Mann, was mache ich denn jetzt?